Do you remember your first day of school? Was the transition from kindergarten to school easy for you? Well, for some children, this transition isn't easy at all. We have interviewed Magister Christina Herzog, a clinical and health psychologist and psychological therapist for behavior. In first line, we asked her what transitions are and what are the best ways to deal with them. Es gibt die sogenannte Life-Event-Forschung, die sich von der psychologischen Seite her sehr viel mit diesen Übergängen beschäftigt, die einfach das ganze Leben in so Übergängen auch sieht. Ja? Und wie gesagt, Übergänge sind was Gesundes, gehören zum normalen Leben dazu. Aber es gibt auch kritische Übergänge, also man nennt das Critical Life Events, das ist der englische Begriff, wenn sie zu viel werden, weil jeder Übergang erfordert von unserer Anpassungsleistung. Das heißt, ich muss meine ganzen psychischen, physischen Kräfte dafür einsetzen, damit der Übergang gelingt. Und kritische Übergänge können eben so Geschichten werden wie Schulwechsel. Jedes Kind kann jetzt prinzipiell so einen Übergang gut schaffen. Ja? Und, aber wenn zum Beispiel im Leben rundherum sonst sehr viel passiert ist, also die Familie umgezogen ist oder es gibt kein gutes soziales Netz rund um die Familie rum oder vielleicht ist gerade die Großmutter verstorben, die sehr wichtig war für das Kind oder es gehen die besten Freunde nicht mit in die Schule dann, vom Kindergarten in die Schule. Also das können dann einfach Veränderungen sein, die für ein Kind zu viel werden. Zu meiner letzten Frage, vielleicht, dass wir den Eltern oder vielleicht auch den Lehrern noch etwas mitgeben können, um solche Übergänge für Kinder von Kindergarten in die Volksschule zu erleichtern oder besser zu gestalten. Was glauben Sie, was wäre da ein guter Vorschlag oder eine gute Möglichkeit, um dies besser zu gestalten? Also Austausch, sensibles Vorgehen, Einfühlungsvermögen und wenn wirklich Symptome auftreten sollten, halt auch keine Angst vor Maßnahmen. Also ich glaube, da ist Entstigmatisierung ganz wichtig. Ein Kind darf Probleme und Schwierigkeiten haben, das heißt nicht, dass man irgendwie versagt hat und da früh eben, es gibt sehr viele Unterstützungsmöglichkeiten. Vielen Dank, also ein sehr wichtiger Tipp, also dass Kindergartenpädagoginnen, Lehrer und Eltern eng zusammenarbeiten. Richtig, es braucht alle zusammen. Genau, so können Übergänge positiv für Kinder gestaltet werden. Vielen Dank für Ihr Interview und ja, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Our second interview partner is Anja Baumgartner, a kindergarten teacher with 7 years of experience. She gave us some insights of what actions she takes during transitions. Welche Maßnahmen würden Sie setzen, um einem sensiblen Kind den Übergang vom Kindergarten in die Volksschule zu erleichtern? Mit der Volksschule konkret haben wir verschiedenste Projekte, die sich über das ganze Kindergartenjahr ziehen, wobei es immer jedes Jahr dieselben Projekte sind. Das heißt, die Kinder fiebern eigentlich schon auf das nächste Jahr hin, wo sie dann mit den Volksschulkindern in den Austausch treten können. Das sind zum Beispiel die Volksschulkinder, verschiedenste Klassen werden zu uns in den Kindergarten eingeladen, bekommen Bilderbücher mit, die sie vorbereiten und dann den Vorschulkindern vorlesen. Danach gestalten sie halt dann gemeinsam ein Bild über das Bild, also dürfen sie was malen über das Bilderbuch und treten so in Kontakt. Dann gibt es noch ein weiteres Projekt, das ist Turnen in der Schule. Also einmal werden wir eingeladen in die Schule und da dürfen sie im großen Turnsaal schon turnen. Dann gibt es noch Stationenbetrieb, werden auch mal eine Klasse zu uns eingeladen, dürfen im Kindergarten verschiedene Stationen mit den Vorschulkindern durchgehen. Und dann zum Abschluss werden auch noch die Vorschulkinder eingeladen in die Volksschule, wo sie dann wirklich jetzt, das ist jetzt heuer neu, wo sie in den Klassen, in denen sie im Herbst starten werden, ihre Lehrerin schon kennenlernen, den Klassenraum schon kennenlernen und ihre Mitschüler schon kennenlernen. Und das finde ich eigentlich sehr von Vorteil. Ja, das ist ja eine breite Auswahl an Aktivitäten für die Kinder, um ihnen einfach so den Übergang, den Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule zu erleichtern. Genau. Vielen Dank für die Information. Ja, gerne. We hope this information can help you to make this transition much easier for you and your child.